Moin, moin, meine Fresh Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 17 und wir zocken weiter im Karrieremodus und wir haben in der letzten Folge auf Schwierigkeitsgrad Weltklasse umgestellt und jetzt geht es in der Champions League ins Rückspiel gegen Atletico Madrid und wir haben im Hinspiel 2-0, glaube ich, gewonnen. 2-0. Ich glaube, das trifft es. Und jetzt haben wir auch noch viele Verletzte und spielen mit Weltklasse. Das zweite Spiel gegen Atletico Madrid in der Champions League. Also, das wird wirklich, wirklich ein harter, harter Brocken. Das kann ich euch direkt sagen. Und Dembele muss wieder spielen. Das ist eigentlich jetzt nicht meine favorisierte Aufstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, wobei, das ist eigentlich noch okay. Aber Dembele ist halt echt nicht so stark. Das merkt man schon so an allen Ecken und Enden, dass der halt nicht so dolle ist. Auf der linken Verteidigerseite lasse ich Wendell ran. Und dann gehen wir das Ganze trotzdem so an. Hilft ja nichts. Ich meine, wir haben trotzdem einen Vorsprung von 2 Toren. Und ich nehme die Herausforderung jetzt einfach an. Ist mir scheißegal, ey. Und wenn ich verkacke, dann ist das halt so. Warum schießt er so hoch? Warum ist er denn direkt so hoch gegangen? Woran merkt man denn, dass der... Ab wann entscheidet der denn hochzugehen? Oh. Ach, die Stärke entscheidet das. Anscheinend entscheidet das die Stärke. Also wenn ich zu lange tippe, dann haut er ihn halt rüber. So. Oder wie lange man nach oben lenkt. Keine Ahnung. So, wir haben Anstoß. Dann wollen wir erstmal hier... bisschen uns warm spielen. Oh, gleich erstmal ein Foul hier gegen Alaba. Gibt auch direkt gelb, natürlich. Sehr schön. Ja, wir haben ja auch letztens schön gegen Atletico gewonnen. Hat mir richtig gut gefallen, das Spiel. Also da war Bayern mal so, wie ich sie mir unter Ancelotti lange Zeit gewünscht hatte. Wirklich spielbestimmt, aber halt nicht so kopflos nach vorne. Das hat wirklich, wirklich mir gut gefallen. Also wir sind wirklich in keinen einzigen Konter reingelaufen. Boah! Nein! Griezmann vergibt die 100%ige gegen seinen Ex-Club. What the fuck? Und da war Dembele sogar mal richtig gut. Der hat den Ball erobert für uns. Stark. Von Sanchez. Nein! Und auch Weigel vergibt die 100%ige. Der ist halt im Abschluss echt nicht gut. Und das merkt man halt in solchen Situationen. Na? Der Weigel. Die spielen hier hinten gefährliches Spiel aber mit mir. Da haben wir aber schon fast das erste Gegentor gehabt, Leute. So schnell kann sich das Blatt wenden, ne? Zwei gute Möglichkeiten gehabt, aber dann kommt auf einmal der Gegner. Ja, was soll das denn für ein Pass sein, bitte? Für wen war der denn? Alaba, kannst du mir das mal sagen, oder was? Hier in der Kabine erstmal fragen, ey. Aber geil. Also die auf Weltklasse sind die Computer auch nicht unfehlbar. Das sieht man hier an solchen Fehlern zum Beispiel hier. Schade. Ich glaube, Kingsley Coman hätte es geschafft, sich um den Verteidiger rumzudrehen und dann eine 100%ige Chance zu haben. Leider ist es nur Dembele. Und das war schlecht von Martial. Martial kommt mit dem neuen Schwierigkeitsgrad irgendwie nicht klar. Also seitdem schockt er nicht mehr. Na? Stark. Nein, warum geht er direkt zum Gegner?
Und da haben wir fast das Gegentor. Das war die zweite Chance. Es sieht nicht so rosig aus, hier muss ich sagen. Also, in der Champions League ist das dann doch ein bisschen zu viel hier auf dem Schwierigkeitsgrad. Klar, wir sind nicht chancenlos, aber wir lassen echt zu viele gute Chancen zu. Nein, da muss Weigel doch den Ball holen. Ja. Ja, war klar, dass er das pfeift. Schade. Schade. Ja, gibt er wieder ins Aus. Aber die sind halt nicht unfehlbar. Das ist halt irgendwie doch ganz cool. Aber wir dürfen halt nicht so viele Chancen zulassen und uns nicht so leicht austribbeln lassen von denen. Ja, Mann. Und da haben wir die nächste große Chance. Gut gehalten von Oblak. Jan Oblak. Kommt mal wieder jemand her? Die kommen immer nicht her, Alter. Kommt mal jemand her. Hallo, ich drücke L. Was muss das hier? So, jetzt kommt einer her. Was ist denn da los, Mann? Gut. Gut, dass er den Konter wegpfeift. Danke. Danke, Herr Schiedsrichter. Das gefällt mir. Ihr Engagement für den FC Bayern München. So, vor einem Sturm. Ändern wir nichts. Griezmann bleibt. Eigentlich sind alle noch ganz gut drauf, von der Kondition her. Ich brauche nicht tauschen. Ich kann tauschen. Wenn ich will. Will ich tauschen? Komm, wir bringen mal Weige für Sanchez. Ein bisschen kampfstärker. Und Rafinha für Costa. So. Den Rest lassen wir. Falls sich jemand verletzt, haben wir dann noch einen in Reserve. Auch wenn ich da sonst mal drauf scheiß. In so einem wichtigen Spiel kann das... ist das vielleicht besser? Ist das vielleicht besser? Ah... Gut dazwischen gegangen, leider nicht gecheckt, dass er den richtig kriegt. Sonst hätte ich natürlich einen Pass spielen können. Stark von Martial. Da, Thiago. Dembele. Oh nee, ey. Den habe ich eigentlich schon weitergespielt, direkt zu Griezmann. Da hat er sich zu viel Zeit gelassen beim Ball annehmen. Schön. Das war wieder nicht schön von Weigel. Abseits. Das war aber abseits. Ja, das war abseits. Das war ein ganz klares Ding. Ich lasse mich da zu leicht austribbeln. Also wenn der da mit diesem Thomas ankommt, ich weiß nicht, ob das ein dribbelstarker Spieler ist, aber der lässt mich da so alt aussehen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dieses Ball annehmen! Du sollst direkt abziehen, Junge! Das war wieder dumm! Schade. Ich finde, der Schuss war eigentlich gar nicht so schlecht, aber irgendwie war der Oblak schon da in der Ecke, als wenn er das schon gewusst hätte, dass ich da hinschieße. Oh nein, muss er das noch pfeifen? Das war Körpereinsatz, nennt man das. Körpereinsatz. Ja, hat er ins ausgespielt. Ja, Abschluss. Ja, jetzt. Ja, genau, Alter. Mach ihn einfach so easy fertig. Im Zweikampf. So. Boateng, stark.
Martial stark. Junge! Boateng. Sehr gut. Richtig starkes Ding von... Das war... Warte. Lass mich überlegen. Thiago war es, glaube ich. Der da den... Das schön, den schön den Steilpass... Also mit dem Steilpass Vidal geschickt hat. Das war nicht so gut von Weigel. Wie kann denn die Verteidigung da so stehen? Sorry, aber man kann doch den da nicht so an zum Schuss kommen lassen. Ganz ehrlich. Bei aller Liebe. Ne. Boah, ey. Ich habe echt Angst, jetzt noch hier komplett abzulosen. Aber das... Ne. Also, das Gegentor war auch ein Witz. Sorry, aber das war einfach nur ein Witz. Und wenn ich mir die Statistik angucke, ich glaube, wir waren sogar die bessere Mannschaft. Also, alles in allem... Ne, die waren sogar wirklich besser. Scheiße, Alter. Okay, also Schwierigkeitsgrad Weltklasse ist vielleicht dann doch noch nicht so ganz was für mich. Naja, wir probieren es trotzdem noch weiter aus, aber nicht in den wichtigen Spielen. So, das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.